Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, in Berlin gibt es in diesem Jahr etwa 8.000 hierher geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendliche. Sie haben ein Recht auf Bildung und Betreuung, und daraus ergeben sich Aufgaben für das Land Berlin. Wir sind uns sicher einig, dass die Beschulung und Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen kein temporäres Problem ist, sondern eine dauerhaft im Bildungssystem von der Kita bis zur Kollegin, darf ich einen Moment mal unterbrechen? Meine Damen und Herren, es ist ein fürchterliches Gemurmel im Saal. Bitte Aufmerksamkeit der Redner. Vielen Dank, so geht's nicht. Sondern eine dauerhaft im Bildungssystem von der Kita bis zur Ausbildung zu lösende Aufgabe. Das betrifft nicht nur die Kita- und Schulentwicklungsplanung. Kinder und Jugendliche müssen nach teils traumatischen Erlebnissen in ihrem Leben schnell Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangebote erhalten und an einem normalen Alltag teilnehmen können. Das gilt für die Aufnahme von kleineren Kindern in die Kitas, für Kinder und Jugendliche, die im Schulalter sind, und natürlich auch für ältere Jugendliche, denen eine Berufsausbildung oder ein Studium ermöglicht werden muss. Berlin braucht dringend Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und Lehrkräfte und hat, um den Bedarf decken zu können, verschiedene Möglichkeiten eines Seiteneinstiegs geschaffen. Diese Möglichkeiten sollten auch geflüchteten Menschen mit pädagogischen Qualifikationen erhalten. Dazu müssen sie zuallererst, wenn sie es noch nicht können, die deutsche Sprache erlernen können. Zum Beispiel von Lehrkräften unter den Geflüchteten aus Heimen ist mir aber bekannt, dass sie Schwierigkeiten haben, einen Zugang zum Deutschkurs Niveau B zu bekommen. Nach dem SGB besteht darauf kein Rechtsanspruch. Jeder muss einzeln nachweisen, dass Bewerbungen an schlechten Deutschkenntnissen gescheitert sind, wenn er einen solchen Kurs vom Jobcenter finanziert haben will. Wer aber sollte das bescheinigen, die Senatsbildungsverwaltung? Hier muss es doch Möglichkeiten geben, unbürokratisch zu entscheiden und zu helfen. Der Senat muss jetzt dafür sorgen, dass Geflüchtete mit pädagogischen Berufen schnell die Möglichkeit erhalten, eine qualifizierte Arbeit an Kitas, Jugendeinrichtungen und Schulen aufzunehmen. Denn was könnte besser sein, als dass Kinder von Geflüchteten, auch von Erzieherinnen und Erziehern betreut werden, die ihr Schicksal aus eigenem Erleben kennen? Was könnte uns Besseres passieren, als dass Kinder und Jugendliche in den Willkommensklassen und in den Regelklassen auf Lehrkräfte treffen, die auch ihre Sprache sprechen und ihre Kultur kennen? Dafür sind die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, von der Erfassung der pädagogischen Qualifikation und Berufsanerkennung bis hin zu notwendigen zusätzlichen Weiterbildungsangeboten und Sprachkursen. Im Erstaufnahmeheim in der Herzbergstraße zum Beispiel hoffen seit Monaten ein Lehrer für das Berliner Mangelfach Englisch, eine in Berlin eigentlich dringend gesuchte Grundschullehrerin für die Mangelfächer Mathematik und Musik sowie Arabisch und ein Lehrer für Philosophie, Erdkunde, Arabisch und Philologie auf eine Chance, in ihrem Beruf arbeiten zu dürfen. Wir fordern den Senat dringlich auf, hier zu handeln, damit diese Wartezeit beendet werden kann.